Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar bin ich mal wieder für euch auf dem PTR zu Patch 8.3 und heute wollen wir uns mal die DD-Essenzen anschauen, die neu ins Spiel kommen. Das letzte Mal waren ja schon die Tank-Essenzen dran, wenn euch das interessiert, werde ich euch das Video auch einmal verlinken. Und zwar haben wir auch, wie bei den Tanks und Heilern, drei neue Essenzen, wobei eine von diesen drei Essenzen quasi geshared ist mit den anderen Spezialisierungen und dementsprechend von jeder genutzt werden kann. Ich würde sagen, wir fangen mal unten an. Und zwar haben wir als erste neue Essenz inspirierender Funke. Und was haben wir hier als große Macht? Entfesselt eine Energiewelle aus eurem Herzen von Azeroth und erhöht bei allen Gruppenmitgliedern innerhalb von 15 Meter den Schaden, den sie mit Azerit-Essenzen verursachen, für die nächsten 10 Sekunden um 45%. Das klingt verdammt, verdammt stark, wenn das einer im Raid hat und man ja, sich abspricht, okay, dann ziehen alle jetzt ihre Essenzen, vor allem, ich denke mal, beim Pull werden sie eh alle ziehen. Das ganze Ding hat nämlich nur eine Minute Abklingzeit, also ihr könnt es jede Minute ziehen und dementsprechend andere Spiele extrem supporten. Ist wahrscheinlich jetzt für euch eher kein Damage-Pluspunkt, aber für den Raid overall natürlich eine sehr starke Sache. Wenn ihr denkt, viele Essenzen hauen sehr viel Schaden raus und wenn ihr dann den anderen um 45% verstärkt, ist das schon sehr, sehr viel. Wenn ihr jetzt überlegt, ihr habt drei Leute, dann macht es das quasi schon wieder wett, was ihr mit einer Essenz an Schaden machen würdet. Heißt, wahrscheinlich ist es für einige Spieler ein Muss, diese Essenz im Raid drin zu haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es selbst im Mythic Plus schon ja, einen positiven Effekt haben wird. Das nächste, was wir haben, ist die geringe Essenz. Eure Zaubernfertigkeiten haben eine Chance, euch Tempo 8 Sekunden lang um 155 zu erhöhen und die Abklingzeit der bei eurem aktuellen eingesetzten großen Essenzen um eine Sekunde zu verringern. Ah, okay. Das ist auch cool. Dann können wir quasi die große Essenz um eine Sekunde immer verringern. Also man kann quasi diesen Buff auf den anderen Spielern öfter machen, indem man einfach Zauber wirkt. Okay, ist auf jeden Fall eine komplette Support-Rune, so wie ich das sehe. Jetzt können wir mal schauen, wo wir sie herbekommen, beziehungsweise wie dann die höhere Version davon ausschaut. Quelle ist hier Verstörende Vision von Enzot. Und hier Beute von Thrall und Aleria heißt, wenn ihr die Visions of Enzot abschließt, dann bekommt ihr immer Loot und dadurch könnt ihr quasi diese Essenz erhalten. Jetzt schauen wir uns die größere Version davon an. Und zwar ist es diese hier, das ist die Dreier-Essenz. Und jetzt schauen wir mal, was sich hier großartig ändert. Hat immer noch eine Minute Abklingzeit. Die nächsten 20 Sekunden sind es 45% mehr Schaden für alle anderen Leute, die quasi Essenzen einsetzen. Da war es, glaube ich, auch 20 Sekunden, oder? Ne, 10 Sekunden. Ah, das ist hochgegangen. Seht ihr? Gut, dass wir mal geguckt haben. Also hier waren es 10 Sekunden. Ich denke mal, bei dem Rang 2 sind es dann 15 Sekunden und Rang 3 sind es dann 20 Sekunden. Zusätzlich haben wir hier noch erhöht währenddessen außerdem ihre Geschwindigkeit um 333. Geschwindigkeit ist nicht Tempo, sondern das ist wirklich der Movement Speed quasi. Das wird dadurch erhöht. Was haben wir dann als geringe Macht? Und zwar haben wir hier erhöht eure Fertigkeiten und Zauber eine Chance Tempo von euch um und zwei anderen Verbündeten, okay, noch mehr Support um 155 zu erhöhen und die Abklingzeit bei euch und zwei anderen Verbündeten, das ist richtig stark. Das ist richtig, richtig stark. Also ihr erhöht nicht nur euer Tempo, sondern zwei andere Member aus der Gruppe auch noch und die Abklingzeit von den Essenzen wird bei den anderen auch reduziert. Ich frage mich jetzt, ob das stackbar ist, also denkt euch folgendes Szenario, Mythic Raid, 20 Leute und ihr habt 5 Leute zum Beispiel dabei, die diese Essenz hat. Also wenn es stacken würde, dann wäre es, glaube ich, fast zu stark. Wenn ihr überlegt, ihr habt 5 Leute dabei, die das Ding reinhauen und dann jedes Mal, wenn die irgendwie an Zauber wirken, gibt es eine Chance, dass das um eine Sekunde die Fähigkeiten reduziert werden. Dann könnt ihr theoretisch mit den anderen Spielern fast die ganze Zeit die eure Azerit-Fähigkeiten durchhauen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das deckt, aber klingt auf jeden Fall auch schon so stark. Also einen Spieler wird man auf jeden Fall wahrscheinlich im Raid haben wollen und vielleicht sogar auch in der M-Plus-Gruppe. Klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich starken Angelegenheit. Ich würde sagen, wir lernen die Essenz jetzt gleich mal, aber ich glaube, so kann ich die jetzt schlecht testen, weil ich jetzt gerade allein in der Gruppe bin. Das würden ja tatsächlich dann nur die anderen Spieler sehen. Wir können sie jetzt aber trotzdem einmal reinhauen und sie aktivieren. Dass ihr... Ah, man muss es casten. Okay, interessant. Habt ihr gesehen, da geht quasi so eine Welle außen rum. Ach, der hat das abgekriegt. Der muss gar nicht in der Gruppe sein. Seht ihr das?
Der muss nicht in der Gruppe sein. Diese Welle geht um mich rum und es kriegen alle verbündeten Spiele ab, obwohl die auch nicht in der Gruppe sind. Okay, das ist interessant zu wissen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die nächste Essenz an. Und zwar haben wir hier Atem der Sterbenden. Und da haben wir den Effekt für die große Macht. Verbrennt euer Ziel mit einem Azeritblitz und fügt ihm 47.000 Feuerschaden zu. Wenn das Ziel weniger als 20% Gesundheit hat, wird die Abklingzeit um 30 Sekunden verringert. Das Ding hat nur 45 Sekunden Abklingzeit. Heißt, wenn ihr einen Mob low kloppt und das Ding drauf haut, dann könnt ihr es noch 15 Sekunden wieder benutzen. Klingt relativ stark tatsächlich. Zusätzlich haben wir hier als geringe Essenz, eure Zauber und Fertigkeiten haben die Chance, euer Ziel bei einem Treffer 19.000 Feuerschaden zuzufügen. Das klingt für mich, die Essenz klingt ziemlich ähnlich wie hier die Flamme, die wir jetzt quasi schon vorher hatten. Ich denke mal, wenn du viele kleine Adds hast, die du finishen kannst, dann müsste die aber stärker sein, weil du halt dann alle 15 Sekunden quasi mit dem Dings durchziehen kannst, ne? Wo kriegen wir das Ding her? Und zwar in Uldum haben wir eine Questreihe und wenn wir die komplett durchspielen, dann haben wir die erste Essenz. Also das sind die ganz normalen Quests, die wir in Uldum dann erledigen können, wenn quasi so eine Invasion stattfindet. Zusätzlich haben wir übrigens noch 10 Verderbniswiderstand. Diesen Verderbniswiderstand gibt es aber auf allen neuen Essenzen. Also hier ist auch der Verderbniswiderstand drauf und auf der dritten, die wir als CD haben, natürlich selbstverständlich auch. Dann schauen wir uns die größere Version davon an. Das ist die Rang 3 Version, verbrennt das Ziel mit einem Azeritblitz, macht 47.000 Feuerschaden. Das ist tatsächlich der gleiche Wert, okay, das wundert mich. Wenn das Ziel weniger als 20% oder mehr als 80% Gesundheit hat, wird die Abklingzeit... Ah, das ist natürlich eine starke Verbesserung. Überlegt, wenn ihr pullt, hat das Ziel natürlich über 80% Gesundheit und ihr könnt am Anfang ziemlich oft mit dem Ding durchziehen. Okay, deswegen haben sie den Schaden nicht erhöht. Okay, verstehe. Dann haben wir als zusätzlichen Effekt noch drauf, wenn ergreifende Flamme einen Gegner tötet, wird die Abklingzeit um 5 Sekunden verringert. Verringert und ergreifende Flamme verursacht beim nächsten Mal 100% mehr Schaden. Ah, okay, das ist ein ähnlicher Effekt, wie wir halt schon bei der anderen Flamme quasi hatten, dass der Schaden dann hochsteckt. Gut, also wenn ihr es so timet, dass es wirklich der Last Hit ist, kann ich mir jetzt vielleicht im Raid ein bisschen schwer vorstellen, vielleicht im M+ gar nicht so schlecht, außer bei vielleicht einem großen Ad-Kampf, müsste man gucken tatsächlich. Was haben wir als passive Macht? Eure Zauber und Fähigkeiten haben die Chance, euer Ziel beim Treffer 19.000 Feuerschaden zuzufügen, das war das gleiche wie vorher auch, und euch um 50% des verursachten Schadens zu heilen. Okay, das ist nicht schlecht. Vor allem jetzt vielleicht auch im PvP könnte das eine gute Geschichte sein, dass man so ein Passiv-Heal immer nebenbei noch hat. Wenn euer Ziel weniger als 20% Gesundheit hat, ist die Chance auf zusätzlichen Schaden um 400% erhöht. What the hell? Okay, das 400% klingt gut. Okay, auch diese können wir jetzt einmal lernen und theoretisch einmal reinbasteln. Zack. Nehmen wir die letzte... Also, okay, die letzte Essenz kriegen wir dann in der Dings her. Vorrat des Abkommens von Uldum. Heißt, das wird wieder Emissary-Kiste sein. Also das ist, denke ich mal, eine Quest, ist also die Fraktionsessenz dann, die aus der Kiste kommen wird. So, ich würde sagen, wir gucken uns draußen mal irgendeinen Mob an und werden den einfach umboxen und mal schauen, wie die Essenz genau funktioniert. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Dreier-Essenz drin. Hier haben wir irgendeinen Mob. Ich habe natürlich keine Fähigkeiten jetzt rausgezogen, aber vielleicht... Können wir jetzt den direkt... Bam! Okay, der ist direkt weggeboxt. Jetzt ist der Schaden um 100% erhöht. Und ihr seht, die Abklingzeit ist jetzt schon wieder da. Bam! Jetzt hat das Ding hat nur 5 Sekunden Abklingzeit dann. Das ist, also, so fürs Questen. Bam! 200k. Hey, ja. Das taugt. Vor allem als Melee. Es ist auf Range. Wirkbar 40 Meter. Seht ihr das? Also gut, das sind jetzt halt irgendwie Gammelmobs, ne? Klar. Aber zack, 100k drauf. Das gefällt mir. So was will ich das Tank auch haben. Also wir machen halt jetzt immer nur, also wir haben so eine kurze Abklingzeit, weil wir halt die Mobs über 80% haben und wir sie gleichzeitig töten. Dann haben wir quasi die Abklingzeitreduktion von 30 Sekunden als auch dann nochmal die von 5 Sekunden. Also wir haben dann eine doppelte, aber eigentlich müssten wir noch 10 Sekunden über haben. Ich habe irgendwie jetzt nur 5 Sekunden Abklingzeit, also vielleicht habe ich mathematisch auch versagt, aber eigentlich, also ich habe
45 Sekunden minus 30 sind wir bei 15. Minus 5 Sekunden müssen wir doch 10 Sekunden Restzeit haben und nicht 5. Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber das ist irgendwie nicht ganz logisch. Okay, also wir brauchen jetzt nicht nur mehr Elementare killen. Ich denke, ihr habt verstanden, wie das Ding funktioniert. Die letzte Essenz, die ich euch noch zeigen will, ist die quasi, die man mit den anderen shared, also mit den anderen Spezialisierungen, also Tank und Heiler. Und die hatte ich euch auch schon beim Tank-Video quasi gezeigt. Und zwar haben wir die formlose Leere. Und wer das noch nicht gesehen hat, kann ich jetzt euch gleich mal erklären. Repliziert die Energie im Herzen von Azeroth eures Ziels und gewährt euch 15 Sekunden lang Zugriff auf Rang 3 seiner derzeitig ausgerüsteten großen Essenz. Die Abklingzeit, die formlose Leere um 30% verlängert, die normale Abklingzeit der von der Repliziert. Ah, okay, jetzt habe ich es verkackt. Also auf jeden Fall funktioniert es so, dass ihr einen Spieler ins Target nehmt. Das probieren wir den mal. Achso, ich habe es jetzt nicht. Ich muss es noch umlernen. Beziehungsweise da müssen wir wahrscheinlich reingehen, sonst geht's nicht. Im Endeffekt funktioniert so: Ihr visiert einen Spieler an, setzt die Fähigkeit ein und wenn der keine passive Rune drin hat, eine große, sondern eine aktive, dann kriegt ihr diese und könnt die aktivieren. Und das werden wir jetzt hier einmal machen. Und zwar setzen wir das jetzt einmal hier rein. Zack. Und hier sind nämlich ein paar Spieler drin. Jetzt visieren wir mal ein paar an. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Ah, bei dem funktioniert's. Das müssen wir kurz casten. Und jetzt haben wir hier Wächter von Azeroth zum Beispiel, ne? Dann kann ich einfach den Wächter rufen. Der ist genauso stark wie ein normaler Wächter auf Stufe 3, nur dass wir jetzt eine längere Abklingzeit haben, als wenn wir gleich den Wächter reingenommen haben. Ist es sinnig, wenn ich eine DD-Fähigkeit kopiere? Meines Erachtens nicht. Ich habe quasi einen anderen passiven Effekt, vielleicht deswegen, ja. Wo es aber sinnig ist, ihr könnt quasi dann auch die Tank-Runen kopieren, beziehungsweise die Heiler-Runen. Da wird es interessant. Ich als Tank zum Beispiel finde es ganz nice, wenn ich auch so einen Wächter haben kann. Oder halt zum Beispiel könnte ich als Tank mir auch die eine, die ich eben hatte, ne, die hier reinnehmen, die jetzt vielleicht fürs Questen ganz cool ist, ja, wenn ich das von dem anderen kopiere. Und jetzt vielleicht als DD, wenn ihr einen Kampf habt, wo es übelst Schaden kriegt, vielleicht eine Tank-Rune sich kopieren. Da gibt es nämlich eine, wo man nicht sterben kann, wo man dann so ein Free-Death hat. Und das könnte vielleicht bei dem einen oder anderen Encounter praktisch sein. Genau. Das macht es im Endeffekt. Nicht mehr, nicht weniger. Und jetzt schauen wir uns noch die passive Macht an. Und zwar jedes Mal, wenn ein Verbündeter innerhalb von 40 Meter eine Azerith-Essenz einsetzt, erhaltet ihr 20 Sekunden lang 500 Wirklichkeit und 49, 49, 9, 94 so rum Tempo. Und dann haben wir noch quasi, dass wir auch den Verbündeten diesen Tempowert geben, wenn ja, sie eine Azerith-Fähigkeit einsetzen. Das ist es eigentlich. Genau, das waren jetzt die drei Essenzen. Wo bekommen wir die her? Und zwar kriegen wir die ist Grundessenz von den Bossen aus Nyalotha. Da können wir nämlich so Tokens sammeln und die wieder zusammensetzen, auch so wie es ja, in Nasjatha Raid war. Und dementsprechend dann bis auf die Mythic-Essenz über diese Token das zusammenbasteln. Und also die letzte Essenz, die wir aus dem Mythic-Modus von N'Zoth kriegen, die müssen wir halt looten, so wie es halt bei Ashara auch schon war. Sonst ist das eigentlich gleich. Und das waren jetzt die drei DD-Essenzen. Und ja, wenn ihr wollt, guckt ihr dann ins nächste Video noch rein, da werde ich mir dann die Heiler-Essenz noch angucken. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen so ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.